Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind noch im Auge des Sturms. Hier haben wir dem Letzt sehr, sehr mühsam eine Kugel hingetragen und um diesen Schrein hier aufstehen zu lassen. Und jetzt haben wir hier erstmal Feuerfledermäuse gekillt und nehmen uns deren Flügel und sogar ein Auge mit. Nice. Das bedeutet, die Fee könnte mir jetzt meine Rüstung, also den letzten Teil meiner Rüstung, hier von der Hylia-Rüstung, könnte ich jetzt den Helm quasi auch noch upgraden. Und die wäre dann somit um einiges stärker. Und ich hätte quasi wieder eine richtige Kampfausrüstung, wenn man so will. Diese Octoroks, ne? Die sind einfach nur nervig. Hinten steht ein Floß. Alter. Vor allem, wie treffsicher die einfach sind, Mann. Ich hab das Gefühl, die hat alles ein Aimbot. Entschuldigung, aber... genauso die Laser von den Wächtern, ja? Wie ein Aimbot. Die zielen ja die ganze Zeit auf dich und du kannst nur im letzten Moment das Ding abwehren oder so. Ja? Mir wurde relativ am Anfang sogar schon gesagt, dass ich, also nicht über Kommentar oder so, sondern halt privat, dass man die wirklich abwehren kann. Und es soll wohl auch möglich sein, mit dem Schild, wenn man das richtig timet, die Laserstrahlen zurückzuwerfen. Das ist ziemlich krass. Muss man aber anscheinend auch ein bisschen trainieren. So, mit Schwimmen bin ich fertig. Dann lege ich jetzt erstmal wieder meine Silent Ninja Rüstung an, von der ich immer noch eine doppelte Hose habe, von der ich immer noch nicht weiß. Ich habe einfach komplett vergessen, wo ich die her habe. Einfach weg. Einfach weg, diese Gedanken. Naja, egal. Lassen wir's. Wir gehen da hoch zu den Stellen, denn da ist noch ein Schrein. Haben wir ja aus der Ferne gesehen. So, warte mal. Wie viele Bewährungsdinge habe ich? Zwei. Na, okay. Das da oben ist drei. Brauche ich aber immer noch. Fünf Stück. Oh, da ist jemand. Oh, ich habe... Ach so, stimmt. Ich habe ja eben die Keule kaputt gemacht. Ja, gut. Hi. Ist Meister Koga nicht ein Traum? Ist ein pummeliges Bäuchlein. Man möchte ihn knuddeln. Koga ist doch der Anführer der Jägerbande. Eine Wampe hat er. Wampe? Du hast doch keine Ahnung von wahrer Schönheit. Du hast dein Leben verwirkt. Ihr wolltet mich das sowieso töten. Ah, komm her! Oh Mann, sind die schlecht. Boah. Yes. Ha. 220er, ey. Ich glaube, ein 50er war auch dabei, ne? Schleichwürmchen. Oh ja, Schleichwürmchen, die brauche ich. Ich glaube, die brauche ich, um mein Schleichgewand hier weiter aufzurüsten. Nehmen wir die mal mit hier. Bling, bling. Bling, bling. So, jetzt aber rauf hier. Alles klar. Komm her! Ah! Ah, alles klar. So, das dürfte die anderen verschreckt haben. So, gehen wir erstmal zum Schrein. Dann gehen wir zum Stall, suchen Terry und machen unser Geschäft des Lebens. Ich bin gespannt, wie viele Rubine wir haben dann. Denn wir haben einiges an Erz zu verkaufen. Einiges. Nach unserem Abenteuer auf den Tingelinseln, so nenne ich sie jetzt mal, keine Ahnung, ob die irgendwie damit zu tun haben, ob da irgendwo auch ein Tingel lebt, keine Ahnung. Weiß nicht mal, ob es Tingel in dem Spiel hier gibt. Aber die Namen erinnern auf jeden Fall an Tingel. Oh, schon wieder so eine Apparaturgeschichte. Oh, nö. Okay, ich wechsle mal kurz zum Gamepad.
So. Ah, okay. Okay. Ja. Gut, dass der Hammer einfach in der Luft hängen bleibt. Also es ist dumm, dass... Also... Moment. War jetzt einfach... Ja, so nicht. Mein Gamepad ist jetzt gerade der Hammer und ich muss es... Ich muss es quasi so schwenken wie eine Schaukel. Ja, toll. Ach, Mann. Das ist dumm. Der Ball resettet sich, aber der Hammer nicht. Das heißt, ich muss quasi diesen Hammer... erst eine Position bringen und dann beenden. Aber ich glaube, ich hab's. Ja. Ich hab's. Kugel muss jetzt noch ein bisschen hin und her pendeln. Oh. Hilfe. Plattform, warte auf mich. Nein. Oh Mann. Gibt's hier noch eine Kiste oder so? Treasure Chest? Fragezeichen. Sieht gerade nicht so aus. Ah, da hinten geht's noch weiter. Ah, da ist noch eine Apparatur. Da ist noch eine Apparatur. Okay, da geht's also noch weiter. Moment, ich muss jetzt gucken. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Verdammt. Ah, Mann. Das ging knapp daneben. Nee, das war nix. Ja. Okay. Na, ich muss mich, glaube ich, anders hinsetzen. Das ist gar nicht so einfach hier mit dem Teil. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, geh da rein. Yes. Okay. Okay, okay. Cool. So, damit dürfen wir darüber zur Kiste. Aber ich habe wieder die Mitfahrgelegenheit verpasst. Jetzt aber. So. Hier haben wir ein Eisgroßschwert. Okay. Ein Eisgroßschwert. Okay. Interessant. Ein Eisgroßschwert. Oh, das sieht nett aus. Mit dem Element des Eises. Es ist übrigens aus Eis. Ich habe gerade wieder so einen Brainhanger. Ich weiß auch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja. Du hast meine Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. So, noch 5 Stück. Noch 5 Stück. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Ja, 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 ja. So, Ach, warte, wenn hier ein... Alter, was ist das hier wieder für ein Regenwetter, Alter? Warte mal, der Reisende, der muss doch... Genau, da ist er. Erzählst du mir auch hier von Fotos? Du bist doch der, der die Quelle der großen Fee aufgespürt hatte. Was für ein Zufall.
Ich habe meine Reise seitdem auch fortgesetzt. Vielleicht gibt es ja noch mehr Orte, von denen ich nie erzählen kann. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Ja, dann zeig mal her. Hier. Welches zeigt er? Hm, dieses Bild, diese Quelle und die Statue der Göttin kenne ich. Das müssen die Ruinen in der Ebene von Nord-Akala sein, die sich westlich von hier erstreckt. Ruinen von Akala. Warte mal, ich bin doch... Ja. Ruinen der Akala-Festung. Ich setz mir da mal eine Markierung. Ganz ehrlich. Ich vermute da irgendwas. Herein spaziert. Willkommen im Stall von Ost-Akala, im östlichen Teil der Welt. Übrigens, außen knackig, innen weich. Ein bisschen und du strotzt nur so vor Kraft. Eine Ost-Akala-Klo-Spezialität für Stalls versuchen. Okay. Allerdings werden die Klöße schnell schlecht, wenn wir die frischen Zutaten verwenden. Wir müssen also gleich hier essen. Ist das in Ordnung? Okay. 10 Rubine? Na gut. Danke für den Einkauf. Ein Augenau. Ach, egal. So, schön kauen und runterschlucken. Und? Lecker, oder? Merkwürdig. Du strotzt ja gar nicht vor Kraft. Wir hören uns bald wieder. Alter, hast du mich über den Tisch gezogen, oder was? Oh. Alter. Guten Morgen. Hab ich hier noch nie gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl deiner Reiseziele ist schon etwas merkwürdig. Wer bist du? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Nobo. Ich war schon überall, aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich hier auch ganz gut aus. Wolltest du irgendwas wissen? Na, erzähl mir von hier. Mal überlegen. Westlich des Stalls liegt eine heilige Quelle. Die Quelle der Kraft. In der Legende heißt es, bringe der Quelle der Kraft das heilige Fragment dar. Vielleicht war es Teil des Rituals, das die Prinzessin von Schloss Hyrule dort durchgeführt hat? Okay. Jetzt will ich da erst recht hin. Schreine, die Quelle der Kraft. Ha! Ja! Ha, so ein Gefühl, dass wir uns hier wiedersehen würden. Ich hatte so ein Gefühl. Ja. Mir scheint sie ja schleichen mir hinterher. Aber egal, wie sie mich mögen, damit muss Schluss sein. Oh je, jetzt habe ich wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen. Verzeihen Sie mir meine vorschnelle Schlussfolgerung. Was hätten Sie gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Ich möchte etwas verkaufen, Terry. Ich habe sehr viele Erze. Ich habe 22 Bernstein. Dafür kriege ich schon 660 Rubine. Krass. Ein Opal. Also 5 Opale. Dafür kriege ich 300. 4 Topase. Kriege ich 720 für. 2 Rhodonite. 420. 4 Saphire. Kriege ich 1040 Rubine. Und 2 Diamanten. Krieg ich auch nochmal 1000 Rubine für. Alter, wir haben 5000 Rubine. Krass. Ey, wisst ihr, was wir machen könnten? Was wir ernsthaft machen könnten, ist tatsächlich... wir könnten nach Ateno gehen, der, doch, das war noch eine der ersten Nebenaufgaben, die ich angenommen habe. Nebenaufgaben. Dein eigenes Traumhaus. 3000 Rubine. Wenn ich ihm... Ach so. Ach, ich brauche 30 Holzbündel. Ich habe keine 30 Holzbündel, wa? Ich weiß gar nicht. Ich habe ewig keine Holzbündel mehr gesammelt. Ich hätte vielleicht ein paar Bäume schlagen sollen. Ich habe zu wenig Minecraft gespielt. Verdammt. So ein Mist. Was mein jetzt? Ja!
So was Dämliches, Mann. Dann. Ja. Zum roten Licht. Wenn da wirklich so ein Erinnerungsort ist, dann haben wir wieder voll ins Schwarze getroffen. Wir reden ja alle von der Quelle der Kraft. Wenn es die wirklich ist, ne? Dann kriegen wir wieder einen Teil der Erinnerung. Übrigens, die Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gesagt habe, die sind dann auch hier. Ne? Also, da haben wir die Erinnerung an Mipha, die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, ja. Und da haben wir die Verheerung erwacht. Sogar eine der letzten Erinnerungen. Mal gucken, welche wir jetzt kriegen. Also, sofern die Quelle da ist, ne? Aber es klingt ja eigentlich fast danach, also... Sonst... Müsste ich jetzt auch nicht, was da sein soll. Alter, hier... Ist so ein Wetter schon wieder, ey. Ist krass. Ist da ein Schrein? Ja, das ist ein Schrein. Okay, der wird gleich markiert. Da gehen wir dann auch noch hin. Wenn ich irgendwie den Weg da hoch finde, weil scheint er jetzt erstmal bergab zu gehen. Ich sehe schon... Ja, da leuchtet es schon. Oh mein Gott. Quelle der Kraft. Alter, wie das hier au... Alter, wie das hier aussieht. Nee, ne? Leute, wie es... ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss gerade übel an Skyward Sword denken. An das Ende der Tempel. Guckt euch das an. Tempel des Himmelblicks, Tempel... Ihr wisst schon, die Tempel am Anfang, wo man Zelda hinterher rennt. Das ist doch eins zu eins diese Quelle, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Da ist doch dann überall Wasser und von den Seiten kommt das Wasser runter. Leute, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das hier nach Ocarina of Time spielt. Nee, guck mal an. Ah, zu welchem gehört das Symbol? Ist das Symbol, was auf dem Wasser ist? Ich weiß nicht. Kann man beten? Willkommen an meiner Quelle. Bringe die Quelle der Kraft. Eine Schuppe des purpurroten Geistes Eldra da. Ich, die Göttin Hylia, werde an deiner Seite sein. Okay. Schuppe des purpurroten Geistes Eldra. Wer ist Eldra? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben hier eine Erinnerung. Alter, das sieht echt aus wie ein Skyward Sword, ne? Das Spiel macht mich langsam echt neugierig. Also, was heißt langsam? Ich will immer mehr wissen. Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine Heilkraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem. Meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt?
Das war also die Erinnerung, die Szene, die man auch schon oft gesehen hat. In Trailer, Teaser mäßig. Kann ich mich erinnern, dass man das immer mal gesehen hat. Zelda mit dem weißen Kleid im Wasser. Und ja, Zelda hat sich Sorgen gemacht, weil sie die Siegelkraft nicht hat. Also nicht irgendwie vernommen hat. Sie war... ja, das ist natürlich... krass. Ich weiß gerade nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Moment, ich fange gleich nochmal an. Erstmal finde ich einen Krog. Voll random. Alles klar. Ich heb ab sofort den Stein auf und da ist einfach jedes Mal ein Krog drunter. Aber jetzt mal ernsthaft. Dieser Ort, ne? Das ist doch ein Tempel von Skyward Sword. Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht ist. So war, das war dieser Raum, beziehungsweise diese Quelle, die am Ende von einem Skyward Sword Tempel war. Definitiv. Nur der Rest von dem Tempel existiert nicht mehr. Da ist jetzt irgendwas anderes. Fliegende Wächter. Ach du Scheiße. Nee, mit denen lege ich mich nicht an. Ja. Scheiße, ich muss irgendwie zu dem Totenkopfteich kommen jetzt. Ja. Ja, Zelda hat sich Sorgen gemacht, haben wir gesehen. Weil sie die Siegelkraft nicht gespürt hat, so wie es ihre Vorfahren, ja, also ihre Mutter und die Zelda davor und die Zelda davor. Die haben alle irgendwie diese Kraft gespürt, auf irgendeine Weise, aber sie nicht. Hat sie sich wohl große Sorgen gemacht. Das sind alles noch so Puzzlestücke. Wir müssen weitere Erinnerungen sammeln. Und eigentlich wäre es ja fast sinnvoll, nochmal zu dem Stall zu gehen und den anzuquatschen. Wo uns gleich das nächste sagt, ob wir da irgendwie was finden. Aber ich will zu dem Schrein. Ich will noch schnell, ich will zu diesem Schrein dort oben. Der war ja irgendwie auf so einem Felsen. Wo ist denn der? Bin ich denn hier eigentlich? In so einem Gebirge, das ist ein Feuerschleim. Bleib mir weg da. Ach, da oben. Da muss ich da drüben irgendwie hoch, ne? Oh Mann, das könnte noch eine längere Reise zu dem Schrein werden. Aber eigentlich nur, weil ich jetzt zum Beispiel ohne Pferd unterwegs bin. Mit Pferd wäre ich, glaube ich, schneller. Ja. Mit Pferd wäre ich, glaube ich, schneller. Das war eine vollkommen dumme Aussage, denn logischerweise wäre ich mit Pferd schneller. Aber, naja. Es ist wieder Regen angekündigt, ne? Also ich sollte nicht so lange rumtrödeln. Denn wenn es regnet, kann ich nicht klettern. Und da muss ich definitiv klettern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich Spurtmedizin? Ja, habe ich. Muss ich mal wieder neue machen. Muss mir echt mal wieder neue machen. Und vielleicht auch jetzt nochmal genau versuchen zu verstehen, wie ich welche mit höherer Effektivität mache. Dass ich nicht immer nur Level 1 habe, sondern vielleicht Level 2 oder Level 3 sogar, ja. Weil ich kann es mit Sicherheit und vermische einfach die Zutaten immer nur falsch. Kann ja sein. Na, mit dem Schrein da vorne haben wir auf jeden Fall wieder 4 zusammen und dann bräuchte man noch 4.
Oh Mann. Ich hatte jetzt eine kleine Ruhephase irgendwie, ne? Muss auch mal sein. Hab so ein bisschen gedacht, könnten wir als nächstes hingehen, ne? Hier ist ja noch ein Bereich. Die Straße scheint ja auch noch irgendwo hinzuführen, nämlich da hoch. Und da hinten ist auch noch was. Also hier ist mit Sicherheit... Ist das ein Labyrinth? Voll das Labyrinth hier, Alter. Okay. Da ist mit Sicherheit auch ein Schrein. Okay, aber gehen wir erstmal darüber. Hoffentlich klappt das. Aber sollte. Ja. Sunakai-Schrein, okay. Den aktivieren wir noch. Aber reingehen werden wir in diesen Part nicht mehr. Der Part ist zu Ende und wir werden beim nächsten Mal diesen Part anschauen. Ja, beim nächsten Mal gucken wir uns einfach diesen Part an. Nein, beim nächsten Mal werden wir uns diesen Schrein natürlich anschauen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da. Dann verspreche ich mich vielleicht nicht mehr, weil ich dann mich mehr anstrengen muss, weil ich Fame bin. Yeah! Sorry, das musste sein. Eure Meinung ab in die Comments. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Euer Onion sagt ciao, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.